grüßt euch. Heute sind wir mal auf der seriösen Schiene unterwegs, denn ich möchte euch mal von dem Wahren überzeugen, welche neuen Immobilien tatsächlich im Highlife-DLC oder in den Frühlings-DLCs enthalten sein können. Hier waren wahrscheinlich schon viele von euch auf der Seite von Lenny Avery. Ja, da sind ja verschiedene Villen zu sehen, manche cooler, manche weniger cool, manche edler, manche weniger edler. Und wir sehen nur Villen, keine einzigen Garagen. Also das ist schon komisch, aber Rockstar meinte ja, dass man tatsächlich neue Apartments haben kann. Ich bin davon aber nicht so überzeugt, dass das tatsächlich die neuen Immobilien sein könnten. Cool wäre es natürlich, ich wünsche es mir wirklich sehr, denn diese Häuser sehen echt richtig, richtig cool aus, viele von denen zumindest. Und ja, da könnt ihr auf alle Fälle mal hinfahren, wenn ihr mal coole Häuser sehen wollt und vielleicht findet ihr Indizien, die darauf schließen lassen, dass diese Häuser tatsächlich im DLC enthalten sein können. Ich habe jedenfalls mal diese Karte hier zur Hand genommen. Das ist die Karte, die jeder dazu bekommen hat, wenn er solche Special Edition gekauft hat, wie ich sie gekauft habe. Und da seht ihr unten rechts zu sehen, dass man da mit einem Dreieck Immobilien sieht oder da Unterschlüpfe genannt. Und da unten dann den Hafen mit einem großen Kreis und da stehen Simeons Mission oder so. Ich kann es gerade nämlich nicht lesen, weil es ziemlich klein ist. Und das sind ja, Simeons Missionen kommen ja nur im Online-Modus vor. Und deshalb dachte ich, die Unterschlüpfe müssen wahrscheinlich auch nur im Online-Modus vorkommen. Und dann habe ich diese Karte mit der Karte mal von Dynastie 8 verglichen. Und tatsächlich sind da richtig viel Unterschlüpfe von Dynastie 8 auch eingezeichnet auf der Karte und keine von den Online-Unterschlüpfen von Franklin, Michael oder Trevor. Und dann dachte ich mir, da haben wir ein paar von Dynastie 8, aber da müssen doch vielleicht auch noch ein paar sein, vielleicht ein paar neue. Und durch Zufall habe ich dann tatsächlich eine neue gefunden und habe weitergesucht. Und das ist dann dabei rausgekommen. Hier sind wir einmal bei einer Tanke gelandet. Ich werde euch gleich mal zeigen, wo sich das dann auf der Karte befindet. Hier ist, glaube ich, die Garage mal gemeint, würde ich mal ganz stark vermuten. Dort befindet sich das auf der Karte, falls ihr auch mal selbst vorbeischauen wollt. Ich habe da nichts Beeindruckendes gefunden, kein Schild. Hier sieht es dagegen vielversprechender aus. Da ist ein Klingelschild angebracht und dort befindet sich das an der Karte. Wie bei jedem anderen Haus sind ja Klingelschilder, die man bis jetzt irgendwie bewohnen kann. Und dann geht es hier nicht ganz so schön weiter. Ich weiß nicht, das ist im Hinterhof von irgendeiner Kneipe. Da ist eine Garage, vielleicht wohnt man da oben oder im Wohnwagen. Keine Ahnung, was das soll, aber irgendein Gebäude davon hat man dann auf alle Fälle. Das ist auch als Unterschlupf auf der Karte eingezeichnet. Dort kommt man dann da reingefahren. Dann haben wir noch eine Baracke gefunden. Und dort werdet ihr gleich sehen, steht sogar ein Sale-Schild dran. Und oben über dem Garagentor steht wieder Autoshop dran. Und das stand auf dem auf der Garage, die ich euch als zweites gezeigt habe, übrigens auch dran. Vielleicht ein Zeichen, dass das tatsächlich da reinkommen kann, denn da steht dasselbe drauf. Und dort seht ihr jetzt mal Flecker. Flecker ist eine Bank, die kommen soll, und ATM. Das ist tatsächlich auch der Geldautomat und auch Sale steht da wieder. Vielleicht ist das auch ein Zeichen, dass die Banken, die sollen ja natürlich kommen, mit den Banküberfällen, dass das dann während dieses DLCs auch mit rauskommt und das Haus offen gemacht wird oder das Haus daneben. Keine Ahnung, das war nämlich so zu nah an einem Ort. Und da war gerade nochmal die Fleckerbank zu sehen, hatte ich dann auch nochmal gezeigt ganz kurz. Und hier sehen wir jetzt eine große Garage am Flugfeld. Ich werde es gleich nochmal auf der Karte zeigen, wieder mit einer Klingel und auch auf der blauen Karte markiert als eine neue Art Unterschlupf. So, und hier kommen wir jetzt mal zum einzigen, naja, zu einem edleren Bauwerk. Dort werde ich jetzt mal hochgehen. Das ist ein Hochhaus. Sieht auf alle Fälle ziemlich groß aus. Jetzt zeige ich euch mal, wo man da parken könnte. Auch als Unterschlupf markiert und noch nicht bei Dynastie 8 auf der Karte zu sehen. Und übrigens, jetzt sehen wir es, hat es auch eine Hausnummer. Wie bei weiteren Immobilien, die dort auch auf der Karte markiert sind als neue Unterschlüpfe, die Dynastie 8 noch nicht zu sehen hat. Dieses Haus ist eins davon, auch auf der Karte aufgezeichnet als Unterschlupf. Und dort werde ich jetzt mal ranziehen. Die Hausnummer ist sehr schwer zu erkennen, die ist so goldfarben, aber ihr könnt da mal selbst hinfahren, das ist am Tuner. Ihr werdet es gleich nochmal auf der Karte sehen, da seht ihr auch tatsächlich wieder eine Hausnummer und ein Klingelschild und hier das dazugehörige Garagentor vielleicht. Gleich zeige ich es euch auf der Karte. Dort ist es. Oh, und dann kommen wir zum einzig edlen Unterschlupf. Also der sieht richtig, richtig geil aus. Das ist das ganze Weingut. Dieses Haus ist dazu stehen. Dieses Haus steht da und dazu zählt dann noch diese Garage, die dort links zu sehen ist. Dort werde ich gleich nochmal mit der Sniper hinziehen, damit ihr das alles genauer erkennen könnt.
Aber ihr merkt schon, überwiegend waren hier fast nur Garagen zu sehen. Das sieht so aus, als wären die Unterschlüpfe, wie Rockstar Games sie hier nennt, auf der Karte tatsächlich nur Garagen. Vielleicht bekommen wir nur Garagenstellplätze. Das wäre auf alle Fälle mal eine Vermutung, die sehr realistisch sein könnte, so finde ich. Denn es gibt auf alle Fälle ja diese Bronze-Trophäe, besitzen sie eine Garage und ein Apartment, heißt diese. Und diese Trophäe ist bis jetzt verbuggt gewesen. Wenn ich mit meinem ersten Charakter ein Apartment habe, mit dem zweiten eine Garage, habe ich die Trophäe nicht bekommen. Also vielleicht kann man dann so die Trophäe bekommen und das wäre auf alle Fälle mal ein starkes Indiz dafür, dass es tatsächlich so sein kann, dass man nur Garagen bei diesem DLC kaufen kann. Aber ihr habt auch gesehen, dass man tatsächlich andere Apartments kaufen kann, die zu 100% als Unterschlupf aufgezeichnet sind auf dieser blauen Karte, die ich jetzt nochmal zeige. Das heißt, wir werden zu 100% neue Garagenstellplätze bekommen, ein paar Apartments auch schon auf alle Fälle. Und es wäre natürlich richtig, richtig cool, wenn Rockstar Games tatsächlich diese Immobilien von Lenny Avery, die eigentlich ja im Story-Modus für solche Missionen benötigt wurden, wenn sie die tatsächlich in einen Online-Modus bringen könnten und wir dann da wohnen könnten. Diese Villen sind einfach nur Bombe. Das war's jetzt auch schon vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr konntet auch etwas Neues lernen. Und falls es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen hoch freuen, über einen neuen Abonnenten noch viel mehr. Und falls ihr andere Vermutungen habt, schreibt sie doch einfach in die Kommentare. Das würde mich nämlich auch echt interessieren. Bis dahin sage ich, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Euer Ja!